So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag, weil gestern ging ja die neue Spezialforschung los mit Jirachi. Und so habe ich anstatt der Raid am Mittwoch-Folge natürlich erstmal Kapitel 1 rausgehauen. Ich hatte mir hier auch eine dicke, fette To-Do-Liste aufgeschrieben. Hab leider nicht alles geschafft, obwohl, gut, legendäre Raid-Stunde haben wir abgehakt. Arenen, Kapitel 1, Raid am Mittwoch muss ich halt jetzt am Donnerstag in der Früh drehen. Gucken, ob ich das noch alles schaffe. Und wir haben mal wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Voice, da ging es richtig gut ab, wie ihr hier seht. Hoppla, der hat nämlich gleich 3 Shinies hintereinander bekommen. 8.47 Uhr ein Shiny Schwalbini, 8.49 Uhr ein Shiny Zubat, 8.49 Uhr ein Shiny Rapfratz Alola. Also das ist unglaublich, das müsste eigentlich schon der Schocker der Woche sein. Aber habe ich einfach mal so mit reingenommen. Richtig gute Sache auf jeden Fall, Glückwunsch dafür. Dann bin ich aufgestiegen mit Mewfing zu Glücksfreunden. Da wurde auch mächtig was getauscht, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr was. Dann ein Bild, was ich auch gefunden habe, was richtig gut aussieht. Hier sieht man natürlich mich. Und dann habt ihr auf der einen Seite alles, was gesund ist, alles, was gut ist, alles, was man machen sollte. Und auf der anderen Seite aber das dreifach Sternstaub-Event. Und anstatt vernünftig zu sein, stürzt man sich natürlich in das Event und vernachlässigt alles andere. Also das hat das Ganze sehr gut beschrieben. Dann habe ich auch einen Screen bekommen von einer Kollegin, die hat ein 10er-Ei gebrütet im Sternstaub-Event und hat Sternstück angehabt und hat 14.400 Sternstaub bekommen für ein 10er-Ei. Also das hat wirklich reingehauen, da konntet ihr wirklich ordentlich was absahen. Ist ein Drassler übrigens, sieht man ja hier, 32 Bonbons, aber 14.400 Staub ist schon heftig. Shiny Nägelmon hat wieder zugeschlagen mit einem Shiny Stolunior. Dann habe ich im Rossmann gesehen, da gibt es so lustige Battle Figure Packs. Figure. Die Betonung liegt auf Figure. Von Pokémon. Ich weiß nicht, was das sein soll. Battle Ready, was man damit jetzt macht. Ist eigentlich für 15 Euro so kleine Teile, die du dir da hinstellst. Gibt es auf jeden Fall hier Pikachu und Pummeluff. Die sehen ja cool aus. Die würde ich mir sogar holen. Oder hier habt ihr Krakilo. Oh, jetzt klinge ich schon wie Bisa-Fan TV. Krakilo! Aber, ich weiß nicht. Was macht man damit? Einfach hinstellen, damit könnt ihr doch nicht battlen. Und Anton, aber Anton. Anton sieht irgendwie so extrem plastisch aus. Also, Anton würde ich mir nicht holen. Nee, das klang. Krakilo! Klingt immer noch am besten. Dann vom Tobi, der hat uns hier den Hotdog-Guy geschickt. Also, den habe ich auch noch nicht. Der fehlt mir auch noch in der Sammlung. Was es damit auf sich hat, weiß ich leider nicht. Fand ich aber lustig. Dann ist ein Foto da von der letzten legendären Raid-Stunde. Nicht von gestern, sondern von der Woche davor. Wieder mal, wie man sieht, wie hier alles voll ist. Und wir machen meistens jetzt immer unten die Old Channel Bridge. Sieht man hier oben rechts. Dann gleich das Theater mit und die X-Raid Arena, die hier im Bild ist, ohne Ei. Da war nämlich noch der X-Raid dann dran. Gestern war sie wieder frei, da konnte man natürlich wieder zuschlagen. Hoffi und du seid jetzt beste Freunde. Da sind wir nämlich auch aufgestiegen zu besten Freunden beim Raid. Wunderbar, in der legendären Raid-Stunde. Dann der Stefan Landei mit einem 98%igen Shiny Rayquaza. Gefahr mit einem 100% Alola Sandan aus dem Ei gebrütet. Ja, das Geschenk-Event lief er die ganze Zeit. Endlich geschafft, schreibt hier der Liquid Ghost. Denn der hat endlich seine... Was ist das hier? Steht gar kein Name dran, wie die Arena heißt. Hat auf jeden Fall eine Arena auf Gold, die er immer zu ab und zu besucht hat. Und hat jetzt auch seine 1000 Arena-Stunden erreicht. Ist jetzt bei 1405. Wie viel habt ihr denn da? Schreibt's mal rein. Ihr habt sicherlich da... 1 Million Arena-Stunden, das wäre auch interessant. Nägelmon, wieder mal, wird auch Zeit, jetzt sein erstes Shiny Rayquaza mitgenommen. Xtreme hat ein Zubat erlöst und ein 100%iges Zubat auf Level 25 rausbekommen. Der Bockwurst-King hat ein Shiny Mobile gebrütet, nicht so wie ich, ne? Nach 277 Eiern immer noch ohne Shiny Mobile unterwegs. Toni, ich habe auch endlich mal ein 100er. Toni, Glückwunsch zu 21,91 Rayquaza, 100%. Der Nägelmon nochmal mit einem Shiny Haspiror.
Dann habe ich ein Bild gemacht und wollte zeigen, was es für Raids gibt. Und da ist es irgendwie so hell geworden. Raids in der Stadt, die Light Edition, wie man hier sieht, weil das alles so hell und beleuchtet ist. Dann habe ich einen Radfratz geklickert als Shiny. Damals habe ich gedacht, oh mein Gott, ich werde nie zwei Stück bekommen. Jetzt habe ich schon mehr und könnte wieder welche abgeben. Der Toni wieder mal, Nummer 2, ein Shiny-Retter aus Thema. Dann hat mir ein Luki geschrieben, der hat auch ein Shiny Pikachu mit Hut bekommen und ein Shiny Sneebel. Plus aus dem Ei ein 100%iges Pi und ein Shiny Nebulak hat er auch noch hinterher bekommen. Also richtig gute Sache, seht euch das an, Nebulak. Immer noch richtig geniales Shiny Pokémon auf jeden Fall. Dann die Shinies für das Wasser-Event wurden ja angekündigt. Habt ihr ja natürlich Kanivania, was richtig hässlich aussieht, aber der Torhydro dafür umso besser. Und bei Schmerbe ist es genau andersrum, finde ich Schmerbe richtig genial, aber den Welsar irgendwie nicht so krass. Dieses dunkelblaue sieht so unfreundlich aus. Dann der Michael, ohne den Farbfilm, mit einem 98%igen Tarnell, wohl auch gebrütet, Level 20. Da müsste nochmal so ein super Community Day kommen, dass man sich da die Spezialattacke wieder gönnt. Gefahr mit einem 100% Labras, das ist richtig genial, fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Dann habe ich noch ein Bild gefunden in der Gruppe, wo gezeigt wird, wie das Kinderbett aussieht von einer Dame. Die hat hier so viele Pokémon in den Plüsch-Versionen angesammelt, dass das Kind beschützt ist und sich wohlfühlt. Und ihr seht da auch schön die ganzen Evoli-Entwicklungen dabei. Und manche kenne ich sogar gar nicht. Hinten das Relaxo natürlich immer wieder cool. Gengar unten rechts ganz böse. Und mein Highlight natürlich hier das Pikachu, was eigentlich ein Ditto ist. Was man hier sieht am Rand mit diesem Blick. Also... Das sieht richtig genial aus, das hätte ich mir auch geholt. Dann haben wir ein Bild vom Farlaub. By the way, mein einziges Shiny Rayquaza aus Plüsch, aber besser als nichts, ne? Manche haben nämlich gar kein Plüsch Rayquaza und nur eins im Spiel. Dann ein Alola Vulpix, ich weiß gar nicht, der Lift Upgrader hatte mir da eins gegeben, aber auf dem kleinen Account irgendwo habe ich nochmal eins bekommen, damit also auch die Vulpix-Familie jetzt voll. Auch wenn die keinen großen Unterschied macht. Der Justin auch mit seinem ersten Shiny Rayquaza. Hoffe ich, dass es das erste war. Ich das hier Schmarrn erzähle. Bobserob, fast. Und die Farbe stimmt auch nicht. Leider kein 100er, ganz knapp vorbei. Nur ein 98%iges Mobile. Und leider normal, statt Shiny, habe ich lauter Zettel am Fuß kleben. Der Kenny, auf dem Weg zur Arbeit eingefangen. Auch ein Shiny Schwalbini. Bob the Rob, Morgenstund, ihr wisst ja, wie der Spruch weitergeht, mit einem Shiny Rayquaza, also das hat sich wirklich gelohnt. Dann der Hoffi, 100% Endivie, 100% Libiscus, 100% Staralili, 100% Hut, also bei dem läuft's richtig mit den 100ern, da nimmt er ordentlich was mit und Shiny Mobile. Jeder hat ein Shiny Mobile, außer mir. Das kann doch nicht sein. Ich möchte nicht wissen, wie viel Eier der gebrütet hat. Bestimmt 5 Stück. Und da kam das schon. Manche haben ja auch 3, 4, also... Der Wullehai mit einem Shiny Kabuto. Das kleine Pfefferminzbonbon, auch richtig genial. Und ein Shiny Sneebel. Dann gab's ein Foto. Big Pikachu is watching you, wie man sieht. Da sitzen die in der Arena drin und da ist ein kleines Pikachu dabei. Und durch den irgendeinen Grafikfehler ist einfach der Kopf von dem Pikachu nochmal riesengroß durch die Arena gestopft. Sieht auf jeden Fall richtig brutal aus, richtig angsteinflößend. Dann bin ich aufgestiegen mit Barbarentobi zu beste Freunde. Das müsste im Laufe des Raid-Tags gewesen sein. Genauso wie mit Landei 69. Und Pogetechno 45. Grüße gehen raus an den Franz, an den Barbarentobi und an den Stefan Landei natürlich. Jetzt will doch nicht an meinem Fuß rum. Hier seht ihr nochmal, da hatte ich wieder zwei Glücksfreunde gleichzeitig, den Mr. Moonlord und den Bjuffing. Der Nägelmon hat wieder ein Shiny Knospi gebrütet. Der Brain aus Thema mit einem Shiny Taubsi, Bob the Rob mit einem Shiny Suicune. Da waren wir also dann mitten im Suicune Raid Tag. Auch der Philipp mit einem Shiny Suicune. Richtig genial.
Und es gab auch viele hochprozentige, wie ich dann gesehen habe. Hier zum Beispiel Viand oder der Viand, sagen wir mal, mit einem 98%igen Shiny. Da fehlt nämlich ein Wert Verteidigung. Aber der Marco, das hatte ich ja in meiner Folge mit drin, das hatte ich ja für ihn direkt gefangen, das 17-4 100%ige Shiny Suicune, das war richtig genial. Aber auch ohne Shiny gab es richtig viele Hunderter, wie man sieht, denn der Gefer hat hier ein 100%iges Suicune bekommen, der Michael hat ein 100%iges Suicune bekommen, der Mitchell hat ein 100%iges Suicune bekommen, auch der Nägelmon hat ein 100%iges Suicune bekommen. Ich habe dann einen Glückstrade gemacht, habe mir einen Shiny Suicune nochmal rübergegeben, dass ich auch bei den Legendären wieder den Lucky Decks füllen kann. 1683 leider nicht das krasseste, aber selbst hier auch der Lift Up Raider mit einem 100% Suicune 17-4, also die haben die Dinger wirklich rausgehauen. Der Nägelmon wieder mal mit einem Shiny, diesmal Alola Dicta. Dann habe ich mit Moonlord einen Glückstausch gemacht, habe mir da ein Shiny Glurak Lucky rübergegeben und ein Rayquaza zurück, weil Rayquaza ja immer noch richtig cooles Pokémon, was auch richtig stark wird, mit dem man viel machen kann. Und das hat dann 2092 bekommen, war aber glaube ich auch nicht so krass, sieht aber lustig aus, auch mit dem Hintergrund. Und da das ein großes, fettes Pokémon ist, kann man da gerne mal den Hintergrund bedecken. Stefan Landei war glaube ich jetzt nicht sein eigenes, zeigt uns aber noch ein 100% Shiny Suicune mit Wetterboost, deswegen hat das auch 21,30, also das ist nochmal eine Nummer härter, das ist der Jackpot. Dann habe ich einen Shiny Winguil gefunden, hat mir ja damals auch eins gefehlt, eins was ich dann hatte und rübergetauscht habe, ist Lucky geworden, das sah wieder richtig Mist aus. Jetzt habe ich noch eins, was ich dann eben so lassen kann oder entwickeln, damit die Shinies auch nicht von diesem betörenden Hintergrund überdeckt werden. Eine Ponita gibt es noch vom Pushner, auch wieder mit 100%. Dann bin ich aufgestiegen mit Esmatics zu Glücksfreunden. Der Michael hat noch ein Shiny Sneebel gefunden. Dann haben wir ein richtig süßes Pikachu gefunden. Guckt euch das an, ist das nicht knuffig? Wer möchte nicht so ein Pikachu zu Hause sitzen haben? Da kommt ihr rein, seht das und wollt am besten wieder gehen. Nein, das sieht wirklich aus, als würde es gerade leiden. Aber ja, das möchte auch nur geliebt werden. Ich weiß nicht, wo es sowas gibt. Sieht auf jeden Fall sehr speziell aus. Eine riesen Fladen. Dann gab es also den, gab es noch einen, was ist das? Achso, da gab es den Spezialtausch, genau. Da ist es jetzt andersrum. Ich habe ein Shiny Raikou bekommen und habe dafür ein Suicune abgegeben, weil der ist wo, der will unbedingt 100.000 Suicune haben und ich hatte den Lucky-Eintrag bei Raikou noch nicht. Er hat dann also ein 1694er Suicune bekommen als Lucky, wie man hier sieht, und ich eben, Ramses, ne, ein 1931er Raikou. Nicht so krass, aber sieht wenigstens schön aus als Lucky und als Shiny. Das ergänzt sich gut mit den Farben. Am Raider kein Shiny und heute gleich sowas, der Lift Up Raider mit einem Shiny Isso gebrütet aus dem Ei. Nägelmon wieder mal mit einem Shiny Weilmar. Terrorzicke, hab auch mal eins erwischt, ein Shiny Haspiroar, der Lift Up Raider nochmal mit einem Shinux, aber das hat er glaube ich aus einem Raid wieder mal gezogen, also der hat auch immer Glück mit den Alolas, mit den Hundertern, jetzt ein 100%iges Shinux, 500 WP, könnt ihr euch merken, wenn ihr mal ein Shinux bekommt, egal aus dem Ei oder aus dem Raid, mit 500 WP hat das immer 100%. Und gerade aus dem Ei geschlüpft, noch ein Fluffeluff hinterher mit 100%. Letztes Mal war ja der Schocker der Woche von Pupsi da mit einem Shiny Fluffeluff 100%. Und er jetzt noch ein normales, auch richtig gut. Dann der Stefan Landei, hui, schnell nochmal schütteln, damit das Ei noch aufgeht. 1,92 Kilometer von 2 Kilometer. Der Dennis Bass, wir sagen einfach Bass, ne, Digga, wir brauchen Bass. Denn es ist ein Shiny Knospi gebrütet, ein Shiny Minun gefangen,
ein Shiny Mobile gebrütet, ich sag's doch, aus Dinslaken. Jeder hat ein Shiny Mobile, außer der Dicke, der hat keins. Und ein 100% Lumineon, da bin ich froh, dass der Name jetzt unten stand, sonst hätte ich gar nicht mehr gewusst, wie das heißt. Das ist natürlich auch ultra selten, würde ich mal sagen. Finneon, der kleine Fisch und vor allem dann die Weiterentwicklung, also das ist cool. 100% Lumineon, das kann man mal mitnehmen. Und dann hat er auch noch ein 98%iges Shiny Rayquaza bekommen, also bei dem geht's auch richtig gut ab. Und ein Shiny Isso, was er schon durchentwickelt hat zu Shiny, wohin genau? Das weibliche sieht man sehr gut, weil das Lippenstift trägt, hat rote Lippen, das männliche, das hat ja einen normalen Mund. Dann habt ihr einen Fritzelblitz vom Justin auf 100%, kann man mitnehmen. Annika mit einem Shiny Fluffeluff, keine 100, aber Shiny, das ist die Kombination dann daran. Pokefreak Red hat uns hier geschickt, ein 100% Shiny Suicune, wieder mal, also die ging wirklich weg wie warme Semmeln, mit Wetterboost natürlich, also warum hat der Ramses immer so wenig Glück, das verstehe ich nicht. Dann ein Bild vom Tim, hat mir noch ein Relaxo geschickt, ein Freund von ihm, Name Petzcox, X-Petzcox, nennen wir es mal so, genial. Beim Erlösen hat das dann 200%, denn das hat so als Krypto-Pokémon schon 100%, denn wenn ihr das erlöst, nimmt ja jeder Wert nochmal 2 zu. Das ist natürlich nur ein Scherz, würde ich nicht erlösen, würde ich sogar so behalten, weil wer hat schon ein 100% Krypto-Relaxo? Dann ein Bild vom Dennis. Ach, das wollte ich dir auch noch schicken. Mache einen Rekord. Garados will 44.000 Kilometer mit dem Laufen quasi einmal um die Welt Garados. Warum ausgerechnet Garados? Erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Aber vielleicht ist das einfach eins seiner Lieblings-Pokémon noch. Und das schwimmt eben auch durch die Meere. Und so kann es sich fortbewegen. Und ist eigentlich auch vom Typ Flug, also es fliegt über das Land, schwimmt durch das Meer. Er ist jetzt bei 520 Kilometer von 44.000, also da hat er noch ein paar Meter vor sich. Dann bin ich zu Glücksfreunden aufgestiegen mit Stefan Landei, beziehungsweise laut dem Bild ist Stefan Landei mit mir zu Glücksfreunden aufgestiegen. Und es ging los, der Countdown auf Niantics Seite, es wurde was angekündigt, 5, 4, 3, 2, 1 und jeden Tag sind die Sterne klarer und dichter geworden und man hat schon gesehen, da bildet sich was, sah aus wie Jirachi, aber dann gab es einige Bilder, die gezeigt haben, nein, Shiny Mew, guck's, ist doch Shiny Mew oder nicht, sieht doch genauso aus. Wurde dann einfach da reingezwirbelt. Später gab es auch noch andere Memes dazu. Und gerade beim Sternstaub-Event habe ich alles gegeben und meine ganzen Ressourcen verballert, wie man hier sieht. Ich habe am Ende einfach nur noch 2 Hyperbälle gehabt. Keine Superbälle, keine Pokebälle, einfach nur 2 Hyperbälle. Also ich konnte eigentlich nicht mal mehr was fangen, falls wirklich mal was Krasses kommt, dass ich da noch einen Ball habe. Der Kenny, zum Glück wieder nur auf dem 2. Account, hat sich noch ein 100% Kabuto getradet. Die Pokémone, endlich mal wieder Glück auf dem kleinen Account mit einem Shiny Rattan. Und das ist dann der Trade mit Stefan Landei. Der hat nämlich ein Shiny Lucky Raikou bekommen. Der hatte nämlich noch keins. Und hat mir dafür ein Entei gegeben. Hatte ich schon Shiny, aber bei Entei hat mir eben auch der Lucky-Eintrag gefehlt. Haben wir jetzt wieder gemacht mit dem Shiny, den Lucky-Eintrag bekommen. So muss es sein. 91%. Jetzt sind also auch die 3 Hunde oder Raubkatzen, wie man sie sagt, voll. Und das ist natürlich dann auch genial. Anstatt Jirachi haben alle gedacht, nö, es gibt einfach ein neues Pikachu mit Jirachi-Hut. Das wäre es doch auch. Hat schon einer geschrieben, habe ich schon bekommen. Guck, so sieht das aus. War natürlich fake. Ist ja gut, dass es nicht so ist. Und wir wissen ja nun, dass es Jirachi war. Dann gab es auch Spekulationen. Nein, das ist eindeutig Bidiza. Bidiza wird kommen. Das mächtigste Pokémon der Welt. Dann nochmal eine Übersicht kurz über das Wasserfestival. Das wird ja am 23. August starten, also am Freitag, 22 Uhr, mit 9 schillernden Pokémon und auch mit einer Raid-Stunde von Vesprit am 28. August. Finde ich jetzt nicht so krass, aber die Shinies nimmt man natürlich gerne mit und freut sich da wieder auf Jagd zu gehen. Der Bier-Benny hat hier ein 100% Traumato erlöst. Das kann man auch mal mitnehmen auf Level 25. Die Pokémone noch mit einem Shiny
Snoop Bull. Jetzt muss ich ihm nämlich beeilen, der Akku wird nämlich gleich leer. Boxerob mit einem Shiny Roselia. Der Kenny, ja, da ist er doch. Ja, guck doch mal hier, da ist er mit einem Shiny Mobile. Also, jeder hat ein Mobile, außer der Dicke, der hat natürlich keins. Vielleicht hat ja einer ein Herz für dicke Menschen und mag mir eins traden. Ich habe vieles im Gepäck, ne? Kriegt auch einen Radfratz dafür oder so. Das ist natürlich genial. Und dann noch ein Bild vom Stefan Landei, das fand ich auch so genial. So muss das. 100% Rayquaza. 100% Shiny Rayquaza. Oh. Und 100% Lucky Shiny Rayquaza. Oh. Da geht er total ab. Der Vince McMahon von der WWE oder auch bekannt unter WWF gewesen damals. Der mit der WWE nichts mehr anzufangen weiß. Das hat sich auch stark verändert. Aber das ist natürlich richtig genial. Das beschreibt das gut. Dann haben wir beim Hoffi noch ein 100% Owei. Hat er noch gefangen oder gebrütet? Ne, aus einer Quest bekommen, hat er glaube ich gesagt. Und gebrütet noch ein Shiny Cosilla hinterher. Gestern dann zur Raid-Stunde bin ich noch aufgestiegen mit Bob the Rob zu besten Freunden. Und das waren die normalen Highlights. Jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Shiny Nägelmon, denn der hat auch ein Shiny Mobile bekommen. Wie soll es auch anders sein, wenn der Shiny Nägelmon kein Shiny Mobile bekommt, dann läuft einiges falsch. Und das Besondere ist, das ist nicht nur irgendein Shiny Mobile, nein, boom, es ist ein 100% Shiny Mobile. Also alle waren wild darauf, alle sind auf Jagd gegangen, wollten das Shiny Mobile ausbrüten. Manche haben es bekommen, manche haben es nicht bekommen und er bekommt natürlich ein 100%iges Shiny Mobile. Wie viel Mehl muss man denn haben? Ich verstehe es nicht. Das ist richtig genial. Das ist also für mich der Schocker der Woche. Den Schocker, den ich schon vor 2 Wochen zeigen wollte, muss ich immer noch aufheben. Den packe ich dann nächste Woche rein, wenn jetzt in der Woche nichts Krasses passiert. Ich hoffe, dann kommt es. Ich will nämlich nicht immer alles auf einmal machen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit den Highlights der Woche und dem Schocker der Woche. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.